Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 20 Video. Und zwar geht es heute um den Angriff in FIFA 20. Und zwar habe ich heute einen Tipp für euch, wie ihr die gegnerische Abwehr knacken könnt, wenn Gegner wirklich sehr tief hinten stehen und mit ihren Sechsern wirklich zu dritt, zu viert vor dem Strafraum stehen und ihr nicht durchkommt. Und zwar ist der erste Tipp, ihr versucht erstmal über die Außen das Spiel aufzubauen und zieht dann sehr schnell in die Mitte rein. Das funktioniert folgendermaßen eigentlich relativ einfach und ich habe wirklich gemerkt, dass das sehr effektiv ist. Ihr baut sozusagen das Spiel erstmal über die Außen auf, kommt an den Strafraumrand und dann versucht ihr in die Mitte zu passen, relativ schnell, und dort habt ihr dann wirklich immer sehr viel Raum und könnt quasi einfach den Gegner ausspielen. Ihr könnt quasi auch flanken, aber da Flanken in FIFA 20 nicht wirklich sehr effektiv sind, würde ich euch empfehlen, schnell in die Mitte zu ziehen. Das ist so meine Methode, mit der ich die Abwehr knacken kann, weil durch die Außen zu kommen ist relativ einfach und einfacher als durch die Mitte. Hier zum Beispiel jetzt, ich ziehe in die Mitte, sehe, dass da ein Spieler steht, passe ihm und kann ganz einfach so ein Tor erzielen. Genau, das müsst ihr euch so angewöhnen. Ihr könnt natürlich auch mit Skill-Moves, irgendwie mit Schussantäuschungen versuchen, in die Mitte zu kommen oder nach Eckbällen quasi anstatt zu flanken, einfach in die Mitte passen, und dann passieren solche Fehler wie hier zum Beispiel und ihr könnt einfach irgendwie Tore machen, indem eure Gegner, indem eure Spieler wirklich sehr viele im Strafraum eben stehen. Genau, der nächste Trick ist es, wenn ihr zum Beispiel das Spiel aufbaut durch eure Mitte, ist es oft so, dass quasi die Mittelfeldspieler oder die Sechser sehr viele am Strafraumrand vor eurem Gegner stehen. Was kann man dagegen machen? Und zwar gibt es da einen kleinen Trick, den ich sehr oft anwende, und zwar ist das die L1-Taste. Die L1-Taste ist in FIFA 20 sehr OP, mit der könnt ihr wirklich dribbeln und ich würde euch empfehlen, die oft zu nutzen. Aber jetzt schaut euch erstmal hier diese Spielsituation an. Ihr seht es hier, mein Gegner hat hier zwei Sechser und diese machen wirklich den Raum immer sehr eng vor dem 16er. Deshalb benutze ich die L1-Taste, um quasi den Gegner erstmal zu locken. Ihr seht hier, ich lock den Sechser vom Gegner erstmal weg vom Strafraum und sozusagen spiele ich mir sozusagen eine Lücke. Relativ einfach und meiner Meinung nach ist das eine der besten Methoden, mit dem man wirklich die Sechser zu Fehlern zwingt sozusagen oder quasi nicht mehr so tief zu stehen, und so könnt ihr euch wirklich Lücken erarbeiten, indem ihr einfach die L1-Taste hält und einfach nach hinten quasi euch bewegt, langsame Schritte nach hinten macht, denn so tut ihr quasi die Sechser nach innen ziehen und ihr habt in der Mitte vor dem 16er relativ viel Platz, euren Stürmer anzuspielen. Ihr seht hier zum Beispiel nochmal eine Aktion. Ich passe meinem Spieler, ziehe dann nochmal zurück, versuche den Sechser ein bisschen nach hinten zu ziehen, versuche immer den Sechser quasi wegzuziehen von dem Strafraumrand. Ihr seht hier, der Gegner hat 2, 3, 4 Sechser dort stehen. Es ist relativ eng, aber irgendwie schaffe ich es dann durchzukommen, weil ich einfach ganze Zeit versucht habe, die Lücken zu öffnen mit meinen Mittelfeldspielern quasi, mit der L1-Taste erstmal nach hinten zu ziehen. Hier nochmal ein Beispiel, relativ schön. Ich ziehe hier die 2 Sechser nach innen. Die kommen beide mir entgegen, dadurch habe ich Platz, der Stürmer steht frei, ich kann mich umdrehen und komme zum Schuss. Also wirklich eine sehr effektive Methode, mit der man in FIFA 20 jede Abwehr knacken kann. Hier nochmal ein Beispiel, es gibt da auch den Skill-Move, in dem ihr mit L1 oder mit R1 nach hinten zieht. Gibt es auch verschiedene Skill-Moves, mit denen ihr quasi den Spieler nach hinten ziehen könnt. Könnt ihr auch benutzen, aber auf jeden Fall ist das eine sehr starke Methode. Hier nochmal ein Beispiel. Vier Spieler stehen da einfach. Vier Mittelfeldspieler vom Gegner, die quasi mir den Raum eng machen. Was mache ich? Ich ziehe nach hinten, ziehe die nach hinten, bekomme dadurch eine Lücke und kann das Tor erzielen. Ja, das war es von meiner Seite aus mit dem kurzen Tipps und Tricks Video zum Angriff in FIFA 20. Haut rein. Bis dann. Ciao.